Herzlich willkommen. In diesem Video zeige ich dir einen umfangreichen Test zur Hochsensibilität. Mein Name ist Silvia Hake, ich bin Diplompsychologin und ich beschäftige mich seit vielen Jahren mit dem Thema und habe auch schon mehrere Bücher und Bestseller über das Thema Hochsensibilität veröffentlicht. Also, lass uns jetzt mal gleich einsteigen und ich nehme dich jetzt mit auf meine Webseite, auf die HSP Academy. Hier siehst du einfach mal, wie das bei mir aussieht auf der HSP Academy. Da findest du auch dann den ganzen Überblick zu meinen Büchern, zu vielen Blogartikeln. Und unter der Rubrik Tests, da gibt es eben auch mehrere Tests, findest du auch meinen Hochsensibeltest. Ja, und hier siehst du auch nochmal diese Übersicht, was wir heute auch dann hier in dem Video nochmal ausführlich besprechen werden. Wir werden also über das Thema Reizüberflutung und Stresssymptome bei Hochsensiblen sprechen, über die intensive Gefühlswelt von hochsensiblen Menschen. Wir werden auch das Thema Empathie ansprechen, ein ganz, ganz wichtiges Merkmal von Hochsensiblen. Und auch gleich dann im fünften Absatz über eines der größten Probleme, über Abgrenzungsprobleme. Punkt 6 wird nochmal körperliche Besonderheiten von hochsensiblen Menschen erläutern. Und Punkt 7, auch ein nicht unwichtiger Punkt, ist das Thema Beziehungen, Beziehungsthemen von Hochsensiblen. Im achten Punkt beschäftigen wir uns mit dem angeknacksten Selbstwertgefühl. Viele Hochsensible erleben sich ja von Kindheit an als Außenseiter und kämpfen dann auch dadurch als Erwachsene eben mit dieser Selbstunsicherheit. Das ist an sich kein grundlegendes Merkmal der Hochsensibilität, sondern dann ein Ergebnis unseres gesellschaftlichen Umgangs mit hochsensiblen Menschen. Und das werde ich dir dann hier gleich nochmal näher erläutern. Punkt 9. Hochsensible und ihr Gefühl von Verbundenheit, Sinnsuche und Spiritualität. Viele Hochsensible sind auf dieser Suche und sind auch sehr interessiert an Spiritualität, so wie ich auch. Ich beschäftige mich seit meinem 12. Lebensjahr mit dem Thema Sinnsuche und Spiritualität und kann da natürlich ganz, ganz viel darüber berichten. Und vielen Hochsensiblen geht es ganz genauso. Im letzten Punkt gibt es nochmal 6 Bonusfragen zu den 97 Punkten. Das sind ja eben eine ganze Menge. Hier siehst du es nochmal. Das sind die 6 häufigsten Fragen, die mir zur Hochsensibilität gestellt werden, die ich dann nochmal ganz kurz und knackig auf den Punkt beantworten werde. Nimm dir also jetzt die Zeit, vielleicht nimmst du dir auch noch mal ein Blatt Papier und einen Stift und dann kannst du bei jedem Punkt, wo ich jetzt vorlese, entweder ein Häkchen machen oder einen Strich, sodass du am Ende auch eine Punktzahl hast, die du dann zusammenzählen kannst. Und vielleicht notierst du dir auch dann sogar noch mal die Rubriken jeweils immer mit dazu, wie viele Punkte du in den einzelnen Rubriken erreicht hast. Hier auf der rechten Seite oder was jetzt hier unter mir auch zu sehen ist, siehst du auch mein Bestsellerbuch Hochsensibel was tun. Er ist 2014 beim Verlag Via Nova erschienen und mittlerweile auch als Taschenbuch beim Goldmann Verlag. Wenn du da also noch mehr erfahren willst, ist dies eines meiner Bücher, die ich jetzt in den letzten Jahren geschrieben habe. Und hier unter Bücher siehst du dann auch noch viele weitere Bücher, die ich für dich und wie für alle anderen Hochsensiblen da draußen geschrieben habe. Also, dann gehen wir los und ich stelle dir jetzt als erstes das DOES-Modell von Dr. Elin Aaron vor. Dr. Aaron ist eine amerikanische Psychologin und gemeinsam mit ihrem Ehemann hat sie wirklich sehr viel in der Grundlagenforschung gemacht für das ganze Thema. Sie hat also auch mit vielen hochsensiblen Menschen gesprochen, sie hat Interviews geführt und hat dann eine Hochsensibilitätsskala entwickelt, die auch an den Universitäten anerkannt ist. Und um das Ganze aber zu vereinfachen, hat sie nochmal die 4 wesentlichen Merkmale der Hochsensibilität zusammengefasst. Und die sind jetzt natürlich erstmal auf Englisch. Und DOES steht für 4 englische Begriffe. D heißt Depth of Processing, die Verarbeitungstiefe, das gründliche Nachdenken und auch diese ganze tiefe sensorische und auch neurologische Verarbeitung, die Hochsensible zeigen mit allen Vor- und Nachteilen. O steht für Overstimulation, also Überstimulation und Übererregung. E für emotionale,
Ja, Reaktionsfähigkeit, emotionale Intensität und Empathie. Und auf Englisch nennt sie das Emotional Reactivity and Empathy. Und S steht für Sensing, the Subtle, also die sensorische Empfindlichkeit, das Sensible, das Feine, das vielleicht nicht ganz offensichtliche Wahrnehmen. Das ist für Hochsensible eine leichte Übung, das Subtile in der Umwelt wahrzunehmen. Hier habe ich auch noch mal eine Grafik entwickelt, wo du das DOS-Modell noch mal auf einen Überblick siehst. Du kannst dir diese Grafik auch gerne herunterladen und auch gerne teilen, wenn du das möchtest. Und da siehst du eben noch mal das DOES. Und da gehe ich jetzt noch mal ganz kurz drauf ein. Also Hochsensible haben einfach von ihrem vegetativen Nervensystem anscheinend eine andere Verarbeitung. Diese Sinnesreize gehen tiefer in das System und auch gleichzeitig sind die Gedankengänge sehr tief und reflektiert bei Hochsensiblen, was aber auch ein bisschen auch zur Neigung zum Grübeln eben auch führen kann, weil sie so gründlich über alles nachdenken. Und da entsteht oft auch schon auch so diese Veranlagung eben nach dieser tieferen Suche nach einem Lebenssinn. Overstimulation, also Überstimulation, ist so ein Thema, was dann eben auch zu Stressreaktionen führt, dass einfach diese feine Wahrnehmung sehr viele Reize in das Nervensystem einlässt. Und dabei kann es eben zu Überstimulation führen, dass es eben Hochsensiblen manchmal etwas zu viel wird, an Lärm zum Beispiel, oder auch eine emotionale innere oder vegetative Übererregung stattfinden kann. Auch bei Reizen, wo andere, sage ich mal, noch auf einem normalen Pegel sind, können Hochsensible dann stärker reagieren. Dann eine sehr schöne Eigenschaft. Das ist die emotionale Intensität. Hochsensible sind eigentlich nah am Wasser gebaut. Sie sind sehr empfindsam, sehr berührbar durch Kunst und Musik. Und sie sind sehr empathisch. Ein ganz wesentliches Merkmal. Merkt ihr das bitte? Das wird in der deutschen Literatur oft so ein bisschen unter den Tisch gekehrt. Man spricht dann immer sehr viel über Übererregung und Überstimulation. Aber Empathie ist ein ganz wesentliches Merkmal, was hochsensible Menschen auszeichnet. Dann dieses Thema Sensing the Subtle, also das subtile Wahrnehmen. Das ist auch diese Empfindlichkeit, das Kratzen, ja, das im T-Shirt hinten von dem, was da immer drin ist, da wo die Waschanweisungen sind oder einfach sehr empfindsam zu sein für Sinnesreize, für Umweltreize, für Farben, Formen, Düfte und Klänge. Da sind Hochsensible sehr, sehr offen in ihren Wahrnehmungskanälen, oft auch sehr begabt, künstlerisch begabt, musisch. Sie haben ein Empfinden für Harmonie, für Formen und Farben und Klänge und sind aber auch sehr, sehr stark ansprechbar auf diesen Ebenen. Ja, und das war jetzt mal diese kleine Einführung. Jetzt gehen wir mal nochmal differenziert in das Thema Reizüberflutung und Stresssymptome von Hochsensiblen hinein. Die Informationsüberflutung unserer heutigen Zeit ist für Hochsensible besonders schwer zu verkraften. Viele träumen davon, ein ruhiges Leben auf dem Land zu führen. Ein großer Teil der Hochsensiblen lebt ganz bewusst zurückgezogen von den hektischen Treiben der heutigen Gesellschaft. Die Reizempfindlichkeit von Hochsensiblen macht sie zu guten Beobachtern und zu einem Frühwarnsystem für die Gesellschaft. Doch leider werden Hochsensible eher belächelt, als dass man ihre prophetischen Gaben nutzen könnte. Und das ist vielleicht jetzt noch nicht ganz richtig ausgedrückt. Ich meine mit prophetisch einfach diese Feinfühligkeit, Dinge wahrzunehmen, die anderen Menschen einfach noch nicht auffallen. Solange Hochsensible selbst nicht erkannt haben, dass sie hochsensibel sind, oder wenn sie gegen ihre sensiblen Bedürfnisse ankämpfen, ja, wenn sie keine Rücksicht auf sich nehmen, werden sie unter Stress und Reizüberflutung leiden. Und da werden wir uns jetzt noch mal einzelne Punkte aus dem Alltag anschauen. Überstimulation und Rückzug. Hochsensible empfinden zum Beispiel Überreizung bei Einkäufen, auf Partys, auf Konzerten. Sie kommen leicht in das Gefühl der Überanstrengung, weil diese ganzen Sinnesreize auf sie einfließen. Sie sind häufig sehr geräuschempfindlich. Zum Beispiel auf Lärm bei Kindern, ja, bei Sirenen von Rettungswagen, Zügen, Autos, Maschinenlärm. Das kann halt sein, dass sie dann schneller als andere Menschen sagen, oh, das wird mir jetzt zu viel und dann eben eine Stressreaktion erfahren.
Viele Hochsensible sind auch schreckhaft. Das hängt damit zusammen, dass einfach das vegetative Nervensystem generell schon sehr stark in einer Aktivierung ist und damit eben auch schneller eine Reaktion auf diese Umweltreize erfolgt. Filmszenen, in denen Gewalt vorkommen, werden als unangenehm empfunden. Und deshalb suchen sie auch sehr viel eben zum Beispiel nach Rückzug, nach Ruhe und Stille, um den ganzen stressigen Lebensalltag zu verarbeiten. Viele Hochsensible empfinden auch Gefühle von Überforderung, sogar zum Beispiel beim Autofahren oder auch auf Bahnreisen, insbesondere in fremden Städten. Das kommt eben daher, dass sie da einfach sehr viele Reize verarbeiten müssen. Einige klagen natürlich auch dann über eine schnelle Ermüdbarkeit und eine Neigung zur Erschöpfung. Das ist natürlich klar. Wenn das Nervensystem ständig auf Hochtouren arbeitet, dann sind natürlich auch viele Ressourcen erschöpft. Alleine schon auf Zellebene, das muss ja auch alles irgendwie bereitgestellt werden, die ganze Energie. Und dann kommt es eben zu Erschöpfungsphasen. Andere Hochsensible berichten auch über Konzentrationsschwierigkeiten, wobei das jetzt kein klassisches Merkmal ist, einer Hochsensibilität, sondern dann die Folge einer zu lang herausgezögerten Stressproblematik, sage ich mal. Vor allen Dingen erkennt man Hochsensible eben auch an einem starken Denken. Wie gesagt, das kann sich auch in Grübeln zeigen. Und vor allem, wenn wir es positiv betrachten, ist es ein sehr komplexes, vielschichtiges Denken, ja, wo Hochsensible in der Lage sind, auch verschiedene Perspektiven einzunehmen oder auch tiefer sich in ein Thema hineinzudenken. Wegen ihrer Stressanfälligkeit haben Hochsensible natürlich auch ein erhöhtes Risiko für Burnout oder stressbedingte Erkrankungen. Deswegen ist es für dich auch ganz wichtig, jetzt bei diesem Video dran zu bleiben. Falls du eben noch nicht sicher bist, ob du hochsensibel bist, wäre das für dich und deine Gesundheit enorm wichtig, darüber Bescheid zu wissen, um dann im zweiten Schritt zu versuchen, dein Leben immer mehr an deine hochsensiblen Bedürfnisse anzupassen und nicht gegen dein Naturell zu leben. Und ich habe jetzt auch noch eine aktuelle Nachricht für dich. Wir haben mit dem großen Veranstalter Veda 360 einen kostenlosen Online-Kongress für Hochsensible entwickelt. Dieser startet am 21. April 2023. Du kannst dich da auch danach noch kostenlos anmelden. Und solltest du das Video irgendwann zu einem späteren Zeitpunkt anschauen, kannst du diesen Kongress auch später nochmal anschauen oder auch dann eben erwerben, dann in dem sogenannten Kongresspaket, so wie es bei vielen Kongressen dann möglich ist, dass du dir das einfach später nochmal wie so eine Vortragssammlung nochmal für dich sichern kannst, wo viele verschiedene Experten zum Thema Hochsensibilität zu Wort kommen. Wenn du dich jetzt noch anmelden möchtest zum Kongress oder wenn du zu einem späteren Zeitpunkt hier auch noch die Aufzeichnung erwerben möchtest, klicke einfach hier auf das Bild mit dem Schmetterling und dann kommst du schon auch auf die Startseite. Und damit kommen wir zum zweiten Punkt, intensive Gefühle und Gedanken. Du siehst hier auch noch mal eines meiner Bücher, das heißt Hochsensibel ist mehr als zart beseitet. Es ist beim Verlag Via Nova erschienen und es ist ein wunderbares Einstiegsbuch. Es ist wie ein Lexikon geschrieben mit 100 Fragen und 100 Antworten. Auch ein ganz tolles Geschenk für Menschen in deiner Familie. Hochsensible empfinden viel und intensiv. Ihre Gedanken können sehr tief gehen, was ich gerade schon erwähnt habe. Und manche wirken sogar wie ein kleiner Professor auf ihre Umwelt. Aber was viel wichtiger ist, das ist die Gefühlsintensität. Sie gehört zu den Kernmerkmalen der Hochsensibilität und auch gleichzeitig zu den schönsten und vielleicht auch verstörendsten Eigenschaften für Hochsensible. Denn unsere Gesellschaft ist generell noch immer nicht sehr emotional reif. Es gibt viele emotional unreife Menschen und deshalb macht auch vielen Menschen intensive Gefühle Angst. Deshalb ist es für Hochsensible auch so wichtig, einen positiven Zugang zur eigenen Gefühlswelt zu finden, vielleicht Ausdrucksmöglichkeiten in Form von kreativen Betätigungen oder auch Maler, ja, eben Malerei oder Gesang und auch im zwischenmenschlichen Bereich eben das Hochsensible, das wäre so meine Empfehlung, eben auch nicht so gegen ihre Gefühle ankämpfen, sondern lernen, diese authentisch zu zeigen
und einfach mit in ihren Lebensalltag zu integrieren. Wichtig ist nur, dass Gefühlsintensität nicht mit emotionaler Instabilität verwechselt werden darf. Darauf gehe ich auch in meinem Buch Hochsensibles mehr als zart beseitet nochmal ein. Denn emotionale Instabilität ist eigentlich ein Merkmal eben von Menschen, zum Beispiel mit Borderline-Persönlichkeit oder anderen Problemen, die dann mit der normalen, sag ich mal, Hochsensibilität nicht einfach erklärt werden können und die dann auch eine intensive therapeutische Begleitung erforderlich machen, weil dies natürlich ganz massive Probleme dann im Alltag auch verursachen wird. Und jetzt gebe ich dir noch mal so ein paar Beispiele, Gefühle und Gedanken. Hochsensible haben intensive, vielschichtige Gefühle und Gedanken. Diese emotionale Intensität hat mit der erhöhten emotionalen und vegetativen Erregung zu tun. Das heißt, es fließt sehr viel Energie durch den Körper. Und gleichzeitig sind aber viele Hochsensible wiederum gehemmt in ihren Aggressionen. Sie haben einen starken Harmoniewunsch, ein starkes Harmoniebedürfnis. Und deshalb passen sich viele von ihnen auch viel zu stark an ihre Umwelt an. Hochsensible sind sehr nah am Wasser gebaut. Sie weinen auch schneller, wenn sie eben noch so einen guten Zugang zu ihren Gefühlen haben. Weinen vielleicht auch bei Filmen. Und es kann aber auch sein, dass du, wenn du hochsensibel bist und in einem sehr gefühlskalten Umfeld aufwächst, dass du gelernt hast, das alles zu verstecken, aber du merkst, dass es innerlich in dir arbeitet und dass du da vielleicht viel zu tun hast, um das Ganze ja zu kontrollieren. Und das zeigt sich eben bei vielen zum Beispiel auch als der berühmte Kloß im Hals. Typisch für Hochsensible ist das Nachdenken über das Leben, sich Gedanken machen über andere Menschen und da einfach wirklich sehr, sehr viel Energie beim Denken zu verbrauchen. Das hat eben auch eine weitere Folge. Sie haben diese Grübelneigung, das habe ich schon erwähnt. Und viele Hochsensible haben eben auch Angst, sich falsch zu entscheiden, ja, weil sie die Dinge immer aus verschiedenen Perspektiven betrachten. Und dadurch brauchen sie bei Entscheidungen oft länger, um zu einem Ergebnis zu kommen. Hochsensible können auch anfällig sein für Schuldgefühle. Das liegt daran, dass sie oftmals so mit einer gefühlten Überverantwortung zu kämpfen haben. Im schlimmsten Falle kann es sich hier aber auch um emotionale Co-Abhängigkeit handeln. Was das genau ist, das erkläre ich in meinen vielen Videos zum Thema Narzissmus, die du auch auf YouTube findest oder hier auf der Webseite in meinen Blogartikeln. Ein ganz zentrales Thema bei vielen Hochsensiblen ist, dass sie oftmals verwirrt sind, ob sie jetzt ihre eigenen Gefühle wahrnehmen oder die Gefühle aus ihrem Umfeld wahrnehmen, weil das alles so auf sie hereinwirkt und hereinschwappt. Und diese Unterscheidungsfähigkeit, das braucht eine gewisse Schulung, ein gewisses Training. Und das ist aber etwas, worüber wirklich 99,9% der Hochsensiblen klagen, dass sie da oft irgendwie viel zu viel aufnehmen und erstmal auch Zeit brauchen, um das zu verarbeiten und sich zu fragen, sind das meine Gefühle oder sind das eben die Gefühle aus dem sozialen Umfeld? Oftmals haben sie auch eine starke Intuition, eben diese Vorahnungen oder dieses Bauchgefühl. Kannst du ja mal überlegen, ob du das auch aus deinem Leben kennst, dass du vielleicht oft gesagt hast, auch bei Situationen, ach, hätte ich doch auf mein Gefühl gehört, hätte ich doch meiner Intuition vertraut und da ist das oft so, dass eben Gefühl und Verstand eben nicht miteinander kooperieren, aber das liegt eben nicht an sich, an der Hochsensibilität, sondern an der Art und Weise, wie wir auch im Schulsystem und in unserer Gesellschaft konditioniert werden. Nachts neigen Hochsensible, wenn sie noch nicht gelernt haben, eben zum Beispiel Stress zu reduzieren, Entspannungsverfahren einzuüben unter diesem berühmten Gedankenkarussell. Ja, dann kommen sie zur Ruhe. Aber das ganze Gehirn geht nochmal auf Hochtouren, versucht den ganzen Tag zu verarbeiten und alles rattert dann nochmal ab. Oder es werden schon Dinge vorweggenommen, die am nächsten Tag passieren werden. Und da müssen Hochsensible unbedingt lernen, abzuschalten, loszulassen und eben Stress zu reduzieren. Der Wunsch, Fehler zu vermeiden, ist auch sehr groß bei Hochsensiblen. Sie haben oft eine große Fehlersensibilität. Das heißt, sie sind in der Lage, Fehler zu erkennen, ob das jetzt Rechtschreibfehler sind,
ja, oder überhaupt Fehler in einem System, in einem Unternehmen, in einer Firma. Und je nachdem, wie dann das Umfeld darauf reagiert, kann das positiv und negativ zugleich sein. Denn die meisten Menschen wollen natürlich nicht gerne auf Fehler hingewiesen werden. Aber wenn man das in einem Rahmen macht, ja, wo das auch wichtig und gefragt ist, kann dies auch für berufliche Tätigkeit eine ganz, ganz wertvolle Fähigkeit sein, Fehler zu erkennen. Empathie und Mitgefühl für Schwächere, Freunde und Tiere haben wir auch schon erwähnt. Und auch nochmal was ganz Interessantes, weil eben diese verschiedenen Sinneskanäle auch oft sehr verknüpft sind bei Hochsensiblen, kommt es oft zu assoziativen Bilderdenken, was besonders eben bei hochbegabten Hochsensiblen der Fall ist, dass einfach diese Vorstellungskraft so stark ist, dass Hochsensible quasi ganze Filme in ihrem Bewusstsein abspulen können oder eben Ideen und Probleme sich bildlich vorstellen können oder eine Bildersprache benutzen. Und da eben diese Sprachkompetenz mit dem Bilderdenken sehr stark verknüpft sein kann. Jetzt gibt es noch mal einen Punkt zur Empathie. Ich habe ja schon mal gesagt, ich wiederhole es, Empathie ist ein ganz wichtiges Thema und man könnte auch sagen, es ist der zweite Vorname der Hochsensiblen. Hier siehst du auch noch mal mein Buch von 2019, Gelassen leben mit Hochsensibilität. Und in meinem Kompaktkurs, der Abgrenzungskompass, bekommst du dieses Buch auch dazu geschenkt. Da habe ich mal einen Videokurs entwickelt, wo wir nur mit dem Thema Abgrenzung mal in die Tiefe gehen und einfach so ein paar wesentliche Dinge zur Abgrenzung weitergeben und einfach um den Sensiblen bei diesem spezifischen Problem zu helfen. Wenn du da mehr darüber erfahren willst, da kannst du einfach hier nochmal klicken und dich da nochmal vertiefen. Wie zeigt sich denn jetzt eben die starke Empathie, die ja auch zu diesen Abgrenzungsproblemen führt bei Hochsensiblen? Hochsensible können fühlen, wie es anderen geht. Und es ist nicht einfach ein intellektuelles Nachempfinden, sondern es findet tatsächlich auf der Gefühlsebene statt. Deshalb haben sie oft auch eine starke Hilfsbereitschaft und eben dieses starke Gefühl von Verantwortung und Gewissenhaftigkeit. Bei einigen Hochsensiblen findet man mal immer wieder Phänomene von Telepathie, dass man sozusagen diese Gedanken anderer Menschen aufschnappt oder so einen Blick hinter die Kulissen erhaschen kann, hinter dem, was Menschen sagen und was sie vielleicht eigentlich meinen. Hochsensible fühlen sich leicht von den Gefühlen anderer Menschen beeinflusst, was sie auch aus ihrer Mitte reißen kann, wo viele Hochsensible auch im Grunde genommen darunter leiden, weil sie eben durch diese starke Durchlässigkeit oft noch nicht diese Abgrenzungsmechanismen entwickelt haben. Und das ist etwas, worunter Hochsensible meistens tatsächlich leiden. Viele von ihnen haben auch einen starken Draht zu Kindern. Das hat eben auch mit der Empathie zu tun. Sie können gut erspüren, was Kinder brauchen und wie sie sich gerade fühlen. Das macht natürlich ganz, ganz viel Spaß dann, auch wenn du beruflich mit Kindern zu tun hast oder auch in der Familie. Viele Hochsensible haben aufgrund ihres Mitgefühls für Tiere auch so diesen Wunsch, sich vegetarisch zu ernähren, um einfach zum Beispiel dieses Tierleid zu lindern. Und ich kenne das von mir auch, ja, dass ich schon seit meinem 12. Lebensjahr mich mit dem Thema beschäftige. Und ich war da auch die erste Vegetarierin an der Schule, was damals ja noch recht problematisch galt. Aber das Thema wird jetzt auch immer stärker und das hat eben mit der Empathie zu tun. Hochsensible haben auch mit der Empathie ein hohes Gefühl von Verantwortung. Und im schlimmsten Fall kann sich das aber auch in dem sogenannten Retterkomplex zeigen oder wie man auch so sagt, Helfersyndrom. Leider ist es auch so, dass Hochsensible wegen ihrer Empathie dann oft zu viel Verständnis haben für schwierige Menschen. Viele sprechen da auch von toxischen Beziehungen und dadurch sind sie auch leichter ausnutzbar. Und das ist eben ein großes Thema im Bereich der Abgrenzung, wo ich vielen meiner Klienten helfe, diese gesunden Grenzen wieder zu erkennen, um eben da eine Regel davor zu schieben, dass man trotz der hohen Empathie und des Mitgefühls eben sich nicht mehr in toxischen Beziehungen manipulieren lässt.
Bei vielen Hochsensiblen gibt es auch immer wieder Phasen von Weltschmerz, so als würde die Last der Welt auf ihren Schultern liegen. Das ist auch eben durch diese starke Verbundenheit, diese starke Empathie, dass sie eben auch diese ganzen negativen Themen aus dem Weltgeschehen tief in ihrem Herzen bewegen und spüren und da auch in eine tiefe Verzweiflung stürzen können. Oftmals sind es aber auch Umbrüche, die dann eben auch in ein spirituelles Wachstum führen. Und das ist dann wiederum positiv zu sehen, denn diese tiefe Betroffenheit lässt Hochsensible dann auch auf eine tiefe Sinnsuche gehen, die natürlich für hochsensible Menschen eine ganz, ganz wichtige Angelegenheit ist. Wir gehen jetzt nochmal bei Punkt 4 tiefer auf das Abgrenzungsthema ein. Und wenn du da noch mehr wissen möchtest oder auch an einer kostenlosen Schulung interessiert bist, kannst du dich hier zu meinem kostenlosen Webinar die Abgrenzungsformel anmelden. Ich zeige dir jetzt die typischen Probleme. Woran kannst du denn überhaupt diese Abgrenzungsproblematik erkennen? Das zeigt sich zum Beispiel in der Anfälligkeit für schlechtes Gewissen und Schuldgefühle. Das Problem, nicht Nein sagen zu können. Und als eine Ursache dafür habe ich für mich einen Begriff geprägt und den nenne ich das schwache Ich-Bewusstsein. Darüber könnte man jetzt ganz, ganz, ganz viel sprechen. Ich will nur an dieser Stelle kurz sagen, dass das Ich-Bewusstsein nicht mit dem Ego zu verwechseln ist. Viele Hochsensible kämpfen ja auch so gegen ihr vermeintliches Ego. Aber aus meiner Sicht als Psychologin und aus meiner Erfahrung heraus mit vielen, vielen Klienten kann ich sagen, dass Hochsensible eigentlich erstmal Methoden brauchen, um ihr Ich zu stärken. Und dadurch verbessert sich dann auch die Abgrenzungsfähigkeit. Hochsensible erleben sich oft in der Gegenwart anderer Menschen wie absorbiert. Es ist so etwas, als würden sie wie ein Schwamm alles aufsaugen. Und das kommt eben durch diese Wir-Orientierung, diesen ja viel zu schwach ausgeprägten Egoismus, wie man sagen kann, dass diese Grenzen einfach fließend sind. Wenn es auch so ist, zum Beispiel, dass Dinge, die andere Menschen über dich sagen, dass die dich sehr belasten, dass du da viel darüber nachdenkst, kann das wiederum auch ein Zeichen einer Hochsensibilität sein. Mit dem gründlichen Nachdenken führt das dann auch wieder zu vielen, vielen Gedankenschlaufen. Und da gilt es eben auch, Abgrenzungsfähigkeiten zu trainieren, dass sie das dann nicht mehr so viel ausmacht. Wenn Hochsensible eben auch stark unter dieser Entgrenzung leiden, dann haben sie es oft schwer, ihre eigenen Bedürfnisse wahrzunehmen. Sie sind dann mit der Aufmerksamkeit mehr im Umfeld. Und das ist auch ein ganz wichtiger Prozess, wo ich dann eben meinen Klienten helfe, in meinen Kursprogrammen wirklich diesen Kontakt zu dem eigenen Selbst und zu den eigenen Bedürfnissen wieder zu stärken. Wenn man noch nicht an diesem Punkt ist, dann hat man zum Beispiel auch Schwierigkeiten mit dem Thema Selbstfürsorge. Problematisch ist es dann eben auch, wenn Selbstfürsorge noch mit Egoismus verwechselt wird. Da haben Hochsensible eben oft auch große Ideale und spirituelle Vorstellungen, die ihnen dann im Alltag wirklich im Wege stehen. Hochsensible müssen im Grunde genommen ihre Abgrenzungsfähigkeit emotional und mental umständlich einüben, bis das irgendwann mal zum Automatismus wird. Dann kommen wir zu den körperlichen Besonderheiten. Und ich habe dir jetzt hier mal stellvertretend auch noch mal einen interessanten Blogartikel verlinkt. Da schreibe ich über die typischen Schlafprobleme von Hochsensiblen. Zum Beispiel, regelmäßiges Essen fördert die psychische Stabilität bei Hochsensiblen. Und wehe, es fällt mal eine Mahlzeit aus. Hunger können Hochsensible nicht so gut tolerieren oder vielleicht möglicherweise auch dann die Blutzuckerschwankungen. Viele Hochsensible neigen zu Kontaktallergien oder Lebensmittelallergien. Einige leiden auch unter Reizdarm oder mysteriösen Symptomen, die auch medizinisch schwer zu greifen sind. Das heißt nicht, dass das alles Einbildung ist, aber das sind oft subtile Wahrnehmungen oder Reaktionsbereitschaften dann eben auch vom Darm und von der Haut zum Beispiel und vom Nervensystem, die dann vielleicht in diesen Bereich von Allergie fallen, aber keine manifesten Erkrankungen sind. Dann haben wir noch ein Thema mit der schnellen Erschöpfbarkeit. Auch bei den auftretenden Hochleistungsphasen, wie gesagt, Hochsensible verbrauchen sehr, sehr viel Energie durch dieses auf Hochleistung
beim arbeitenden Nervensystem. Es gibt aber auch immer wieder Themen im Bereich der Stoffwechselproblematiken, wo man auch sehen kann, dass Hochsensible bestimmte Stoffwechsellagen haben, wo sie dann zum Beispiel einen erhöhten Verbrauch von B-Vitaminen haben, die ja auch ganz wichtig sind für die Nerven, die man aber auch eben testen kann. Und da gibt es eben ganz interessante Beobachtungen, die genau in diese Richtung dann auch gehen. Teilweise werden Medikamente auch schon bei niedrigerer Dosis von Hochsensiblen auch in ihrer Wirkung wahrgenommen oder eben spürbar, was dann oft dann auch im Kontakt mit Ärzten dann auch nochmal ein Thema sein kann. Wie finde ich die richtige Dosis, wenn ich Medikamente brauche? Teilweise gibt es aber auch dann schon zu starke oder paradoxe Reaktionen auf Medikamente. Da kannst du einfach mal in deine Biografie schauen, ob du da vielleicht schon mal was beobachtet hast. Viele Hochsensible vertragen auch weniger Alkohol. Das hat eben mit Entgiftungsproblemen zu tun oder auch vertragen sie oft Kaffee schlechter, weil das eben das vegetative Nervensystem dann noch weiter hochpumpt. Viele haben aber eine gute Resonanz mit sanfter Medizin oder Naturheilkunde oder Osteopathie oder Homöopathie, weil sie eben von diesen sanften Impulsen schon sehr stark profitieren, das System sehr gut darauf anspricht. Und deshalb findet man eben viele hochsensible Menschen auch in Naturheilpraxen. Wollstoffe oder kratzige Stoffe werden als unangenehm auf der Haut empfunden oder etikettend als störend, hinten im T-Shirt oder in der Unterwäsche. Und das liegt eben daran, dass Hochsensible eine starke Berührungsempfindlichkeit haben über die Haut. Teilweise sind sie auch empfindlicher auf Strom oder WLAN oder Wasseradern, also alles, was eben mit Elektrosmog zu tun hat, da können Hochsensible sehr, sehr feinfühlig sein. Einige sind auch geruchsempfindlich auf synthetische Stoffe und im schlimmsten Fall ist es dann eine sogenannte MCS, eine multiple Chemikaliensensibilität, die wiederum eine eigenständige Erkrankung ist, eine Umwelterkrankung, muss man eigentlich sagen, in dieser Zeit. Und das erfordert dann auch in jedem Fall eine ärztliche, therapeutische oder heilkundliche Behandlung eben von erfahrenen Therapeuten, die sich damit auskennen. Teilweise werden auch Schmerzen als intensiver wahrgenommen. Das liegt eben auch an dieser niedrigeren Reizschwelle. Und da ist es auch mal ganz wichtig bei Therapieverfahren, dass du dann auf dich selber hörst. Also wenn du merkst, eine Intensität wird überschritten, zum Beispiel bei manueller Therapie oder bei Reizstrom oder beim Zahnarzt, ist es wichtig, dass du auf dich hörst, auch wenn dann sogenannte Experten sagen, ach, das dürfte doch jetzt alles gar kein Problem sein. Ja, kann es für dich als Hochsensiblen schon zu viel sein? Ich habe da jetzt privat auch schon einige Erfahrungen wieder gemacht, die mir das ganz klar gezeigt haben, ist es wichtig, auf das eigene Wahrnehmungsvermögen zu hören, auch wie gesagt, wenn Experten da alles dann als harmlos empfinden und vielleicht da auch noch nie so Überreaktionen gesehen haben. Aber es kann sein, dass du genau diese Überreaktion dann nachher hast, die vielleicht nachher nur einer von 1000 hat. Und deshalb sollte man eben mit starken Reizen in der Therapie oder bei irgendwelchen Interventionen sehr, sehr vorsichtig sein. Dann kommen wir zu einem Thema, wenn wir nochmal auf diese Schmerz- oder Körperwahrnehmung eingehen, wenn du also deinen Körper und auch Störsignale früher und intensiver wahrnimmst, kann sich das auch in so eine Art krankhafte Angstsituation hineinsteigern. Also man nennt das ja im Allgemeinen so ein bisschen dieses Hypochonder-Thema, ja, dass du dann Krankheiten googelst oder dass du Körperwahrnehmungen sehr früh wahrnimmst und dir dann Sorgen machst, oh, was könnte das sein? Habe ich da irgendwas? Und es ist ein ganz schmaler Grat, denn einerseits ist es sehr, sehr gut, dieses Frühwarnsystem zu haben und andererseits sollte man dann auch irgendwann mal wieder in diese Ruhe kommen, in dieses Vertrauen, das Vertrauen in die eigenen Selbstheilungskräfte. Und das ist auch ein längerer Prozess, wenn du da schon so ein bisschen in diese Ängstlichkeit gekippt hast, dass du eben dieses Vertrauen in dich und deine Gesundheit auch wieder stärkst. Hochsensible werden dann teilweise auch als Hypochonder belächelt. Es ist aber eben nicht immer der Fall, dass sie so eine Art Hypochondrie entwickeln, sondern manchmal sind sie, wie gesagt, diese Frühwarnsensoren, dass sie eben diese Abweichungen von einem gesunden Zustand früher wahrnehmen als die Masse. Und deshalb sollten sie wirklich gut auf sich hören, gut die eigenen Signale lernen einzuordnen. Dann kommen wir jetzt zu dem Thema Hochsensible in Beziehungen. Und da stelle ich dir jetzt auch noch mal
ein Buch vor, was beim Drömer Knauer Verlag von mir erschienen ist. Das ist das Buch Wenn Frauen zu viel spüren, Schutz und Stärkung für Hochsensible. Da haben wir sehr, sehr viele Beziehungsthemen in diesem Buch verarbeitet. Und es ist eben speziell für hochsensible Frauen geschrieben. Und vielleicht auch das ein tolles Geschenk oder auch ein Geschenk an dich selbst. Was können wir also bei diesen Beziehungsthemen beobachten? Hochsensible sind sehr harmonieliebend, aber auch oft konfliktscheu. Sie fühlen sich teilweise auch einsam und unverstanden. Das kommt eben aus diesem starken Rückzugsbedürfnis heraus oder auch aus der Erfahrung, wirklich nicht verstanden zu werden. Im Kontakt mit fremden Menschen sind sie oft eher schüchtern und zurückhaltend. Und meistens pflegen sie weniger, aber tiefgehende Freundschaften. Ihre Wahrnehmung ist überwiegend nach außen gerichtet, sozial orientiert. Deswegen, wie gesagt, immer wieder wichtig, ja, diesen Rückkopplung auf dich selbst, auf deine Bedürfnisse einzutrainieren. Obwohl sie ein starkes Bedürfnis nach Nähe, Authentizität und Verbundenheit haben, können sie sich andererseits auch davon überrollt fühlen oder überfordert fühlen und brauchen dann eben auch wieder den sozialen Rückzug. Das kommt immer auch ein bisschen auf deine soziale Biografie an. Stichwort, ja, Bindungsprägung. Hochsensible haben eine erhöhte Verletzlichkeit, die aber nicht zu verwechseln ist mit der narzisstischen Kränkbarkeit. Da lege ich großen Wert drauf. Und in meinen Büchern schreibe ich eigentlich in fast jedem Buch, was eben genau der Unterschied ist zwischen Verletzlichkeit und narzisstischer Kränkbarkeit. Durch Bindungsverluste, Enttäuschungen und toxische Ursprungsfamilien werden sie unter Umständen bindungsängstlich oder verhalten sich allzu naiv und werden dann auch wieder im Erwachsenenalter enttäuscht. Und da sage ich immer ganz, ganz wichtig, ja, aus diesem naiven Herzen in das reife, bewusste Herzbewusstsein zu wachsen, wo du dann eben auch Unterscheidungsfähigkeit zum Beispiel trainierst. Wenn ein Problem da ist, haben Hochsensible oft das Gefühl, allein dafür verantwortlich zu sein, ja, oder sie bemühen sich mehr als der Partner oder die Partnerin, ein Ungleichgewicht in der Beziehung aufzulösen. Das ist insbesondere bei diesen sogenannten narzisstischen Beziehungen ein Problem, denn dann neigen Hochsensible dazu, ganz, ganz viel in diese Beziehung zu investieren und die Beziehung oder auch den Partner, die Partnerin heilen, retten zu wollen. Und ja, wenn man da nicht auf sich aufpasst, dann ist man dann schon auch mitten in diesem Thema Co-Abhängigkeit. Vielleicht nochmal ganz wichtig zu erwähnen, das hat nichts mit der Grundausprägung der Hochsensibilität zu tun, sondern das sind oft Folgen davon, wenn hochsensible Menschen in narzisstischen Familien aufwachsen und da schon lernen müssen, sehr, sehr früh, ja, mit extremen Situationen umzugehen, ja, oder wenn eine sogenannte Parentifizierung stattfindet, also eine Rollenumkehr, dass hochsensible Kinder sehr, sehr früh emotional oder praktisch eben Verantwortungen für ihre Eltern übernehmen. Ja, zum Beispiel, wenn die Eltern depressiv sind oder krank sind oder in irgendeiner Form gehandicapt. Ja, dann kann das dieses ganze System in diese Richtung kippen. Durch ihren starken Gerechtigkeitssinn und ihre Empathie können Hochsensible aber auch zum Beispiel engagierte Umweltschützer werden oder Tierschützer oder allgemein ein starkes Interesse an einem gesellschaftlichen Engagement haben, weil sie in sich da so eine tiefe Triebfeder spüren, ja, sich gegen solche Missstände aufzulehnen oder eben Lösungen zu finden. Bei Mobbing und Ausschlusserfahrungen können Hochsensible eben misstrauisch und zurückhaltend werden. Leider haben Hochsensible eine relativ hohe Wahrscheinlichkeit, irgendwann im Verlauf ihres Lebens Mobbing zu erleben, entweder schon in der Schule oder aber auch im Berufsleben. Und das führt uns jetzt eben zum 7. Punkt, Hochsensible und ihr angeknackstes Selbstwertgefühl. Ich habe mich sehr, sehr intensiv mit dem Thema Selbstliebe beschäftigt. Deshalb ist 2021 auch mein Buch Die Kraft der Selbstliebe beim Kailash Verlag erschienen. Und das ist für mich so ein, ja, absolutes Muss-Thema für Hochsensible und für jeden anderen auch, wirklich in die Selbstliebe, in die Selbstannahme zu kommen, die innere Kindheilung voranzubringen. Und das hilft eben auch, so ein Selbstverständnis, eine Selbstakzeptanz zu entwickeln. Aber bevor das eben gelingt, leiden eben viele Hochsensible unter diesem mangelnden Selbstwertgefühl. Sie haben Angst, Fehler zu machen oder haben Angst, sich zu blamieren. Sie leiden unter Entscheidungsschwierigkeiten, das habe ich vorhin auch schon gesagt, oder dieses Gefühl, allein zu sein.
Und das kann dann eben auch zur Selbstablehnung führen oder eben zu diesem Gefühl, sich nicht richtig zeigen zu können im Leben. Viele Hochsensible versuchen auch über Leistung Anerkennung zu halten. Auch das ist keine angeborene Eigenschaft, sondern wieder auch ein Ergebnis unserer gesellschaftlichen Konditionierungen. Und gerade wenn Hochsensible eben Ablehnung und Missverständnis erleben, versuchen sie häufig durch Überanpassung eben doch dazu zu gehören. In den meisten Fällen gelingt es jedoch nicht, und dieses Gefühl, ein Alien zu sein, ja, oder eben von einem anderen Stern zu sein, zu sensibel für diese Welt zu sein, löst bei vielen wiederum Schamgefühle aus, die dann noch mehr auch diesen Rückzug wieder auslösen. Und das ist einfach so ein negativer Kreislauf, den wir auf jeden Fall überwinden sollten. Deshalb fühlen sich Hochsensible eben oft einsam. Unsichere, hochsensible Menschen wollen ihre Sensibilität oft loswerden. Ja, sie wollen sich abhärten, sie wollen stärker werden. Und ganz, ganz oft wird das vom sozialen Umfeld auch noch gefördert und auch als erstrebenswert dargestellt, was wiederum auch nicht zu einer Selbstannahme führt, sondern eben zu diesem Kampf mit der eigenen Wesensnatur. Und solange diese hochsensible Veranlagung geleugnet wird, verläuft das Leben schwierig. Deshalb bin ich immer dafür, diese Sensibilität erstmal so anzunehmen, wie sie ist, und dann sich zu fragen, wie richte ich mein Leben danach aus? Wenn hochsensible Beziehungen eingehen, dann laufen sie Gefahr, ausgenutzt zu werden. Bei toxischen Beziehungen suchen sie oft die Schuld bei sich selbst, und das führt eben auch überhaupt nicht zu einer Lösung des Problems. Wenn sie dann auch noch spirituell veranlagt sind, ja, oder auch an Karma glauben, dann ist es oft so, dass sie sich noch mehr in diese Lebensumstände einfügen und denken, naja, es muss halt so sein, es ist mein Karma, es ist mein Schicksal. Und ich muss jetzt hier was draus lernen. Und ich habe eben im Coaching mit Hochsensiblen ganz, ganz häufig die Situation, dass sie dann viele, viele Jahre zu lange in diesen toxischen Beziehungen bleiben, weil diese spirituellen Glaubenssätze und auch das mangelnde Selbstwertgefühl das im Grunde genommen erstmal so einbetonieren. Anstatt gesunde Grenzen zu ziehen, fühlen sie sich dann häufig schuldig. Und wie gesagt, dann geht dieser Kreislauf immer weiter. Sie sind im Zustand von Mangel und Liebeskummer dann anfällig für narzisstische Beziehungen und werden dann noch mehr in ihrem Herzzentrum verletzt. Und auch die Arbeit zum Thema narzisstischer Missbrauch, toxische Beziehungen hat in meinen letzten Berufsjahren hier enorm zugenommen in der HSP Academy. Und ich habe dir da auch nochmal einen entsprechenden Blogartikel verlinkt, wo ich auch nochmal erkläre, warum Hochsensible und Narzissten so eine Art Anziehungskraft haben in der Beziehung oder in ihrem Beziehungsleben, solange dieses Thema einfach noch unbewusst bleibt. Punkt 8. Hochsensible und ihr Gefühl von Verbundenheit, Sinnsuche und Spiritualität. Hochsensible sind an den tieferen Fragen des Lebens interessiert, wirken aber dadurch oft sehr ungeerdet. Auch darüber habe ich hier einen sehr wichtigen Blogartikel geschrieben, den ich dir hier verlinkt habe. Das ist ein ganz, ganz wichtiges Thema, die Erdung, wirklich in den Körper kommen, die Abgrenzungsfähigkeit trainieren. Das tut Hochsensiblen gut. Diese Sinnsuche zeigt sich zum Beispiel auch durch eine starke Naturverbundenheit. Hochsensible fühlen sich in ihrer Seele berührt. Sie erleben häufig Phänomene von Telepathie, Gedankenübertragung. Insbesondere mit Menschen, die ihnen nahestehen, erleben sie mystische Phänomene. Sie empfinden Weltschmerz, das hatten wir auch schon. Und sie sind fasziniert von Kunst, Musik und Filmen und Büchern. Sie empfinden Kunst oft als eine Öffnung in eine feinstoffliche Dimension. Ja, das sind so Punkte, die habe ich bei dem Vier-Punkte-Modell auch schon alle genannt. Ja, dieser Sinn für Ästhetik, für Schönheit, für Harmonie, für Kleidungen, für Stimmungen, für Formen und Farben. Das ist eines der großen Ressourcen der hochsensiblen Menschen. Gleichzeitig sind sie fantasievoll, ideenreich, auch visionär veranlagt. Und in schwierigen Situationen können sie anderen Menschen Kraft geben, weil sie eben immer nach einem tieferen Sinn hinter Ereignissen suchen. Schon als Kind fragen sich Hochsensible, was der Sinn des Lebens ist. Sie fühlen eine tiefe Verbundenheit mit dem Leben und glauben meist fest an eine höhere Kraft, ja, wie Gott oder das Universum, das Schicksal, Engel oder die Sterne, was ihnen dann wiederum auch einen Halt im Leben gibt.
Wenn Hochsensible noch sehr naiv sind, kann die Beschäftigung mit Spiritualität und Esoterik jedoch zu einer rosaroten Brille auswachsen, die für Außenstehende auch als kindlich naiv empfunden wird, auch nicht zu Unrecht, denn hier ist es ganz, ganz wichtig, auch wieder das Unterscheidungsfähigkeitsvermögen zu trainieren. Hochsensible haben häufig mystische, unerklärliche Erfahrungen erlebt, und das ist auch eine der ganz interessanten Themen bei der Forschungsarbeit von Dr. Elaine Aron, die, wie gesagt, immer wieder verschwiegen wird. Hochsensible sind eben nicht einfach nur durch Reizüberflutung zu beschreiben, sondern eben auch durch diese Affinität zur Mystik. Ja, Auswertung. Du kannst also, wenn du hier nochmal zum Beispiel auch auf die Webseite später gehst, kannst du dir auch diese Themenschwerpunkte nochmal raussuchen. Selbstwertgefühl, Beziehungen, soziale Interaktionen, körperliche Besonderheiten, Abgrenzungsprobleme, Empathie, Gedanken und Gefühle und Überstimulation. Und dann schreibst du dir einfach nochmal auf, wie viele Punkte du in den jeweiligen Rubriken hast. Sinnsuche und Spiritualität war eben der letzte Punkt. Und dann kannst du nochmal schauen, in welchen Lebensbereichen diese Sensibilität besonders ausgeprägt ist und wie viele Punkte du insgesamt hast. Ich habe hier 97 Punkte gezählt. Und natürlich, je mehr Punkte du jetzt aufgeschrieben hast, umso stärker ist deine Sensibilität ausgeprägt. Und dann solltest du dich natürlich nochmal fragen, wo sind vielleicht auch Punkte, die dich auch einladen, wirklich in deine Selbstliebe zu gehen, ja? Stichwort emotionale Co-Abhängigkeit, Stichwort Abgrenzung. Ja, weil das sind alles oft so offene Baustellen, die eine bewusste Hinwendung erforderlich machen, um dann wirklich gestärkt ins Leben zu gehen und eben diese Probleme, die dich sonst so wie ein Fähnchen im Wind sein lassen, wirklich anzugehen, dass du wirklich gekräftigt bist, dass du geerdeter wirst, dass du in deiner Entscheidungsfähigkeit auch sicherer wirst und dass du auch lernst, genau zu unterscheiden, was tut dir gut, was tut dir nicht gut. Ja, dann haben wir noch die häufigsten Fragen. Ich mache das jetzt ganz kurz. Wo kann ich eine Diagnose bekommen? Ganz, ganz wichtig, Hochsensibilität ist keine Krankheit. Sie wird nicht als Diagnose gestellt. Es ist wie eine Selbstreflexion erforderlich. Dafür habe ich eben auch meine Bücher geschrieben. Und wenn du hier zum Beispiel draufklickst, ja, dann siehst du eben hier meine Bücher. Du kannst hier dann auch runterscrollen, kannst du den einzelnen Büchern auch mal was nachlesen. Es gibt dann auch ein Hörbuch noch und eine Meditations-CD und auch ein Kartenset. Also du siehst, ich habe wirklich keine Mühen gespart, sondern habe wirklich sehr, sehr viel Material für dich und deine Familie produziert, wenn du da noch mehr erfahren möchtest. Dann ist Hochsensibilität nicht dasselbe wie ADHS. Und da ist es tatsächlich so, dass ADHS eine ärztliche oder eine psychologische Diagnose ist, die aber auch bei entsprechenden Fachzentren gestellt werden kann. Und ADHS hat ein paar wesentliche Merkmale, die sich unterscheiden von der Hochsensibilität, wenngleich es auch Überschneidungsmerkmale gibt. Und auch in meinem Buch Hochsensibel was tun, habe ich da eine große Tabelle, wo ich die Gemeinsamkeiten und die Unterschiede von Hochsensibilität und ADHS aufführe. Das Gleiche gilt auch zum Thema Autismus. Dann Punkt 3. Ich erlebe ständig emotionale Achterbahnen. Ist das Hochsensibilität? Und da möchte ich nochmal ganz klar sagen, emotionale Instabilität, ja, himmelhoch jauchzen, zu Tode betrübt, das sind Folgen von frühkindlichen Entwicklungstraumatisierungen und diese emotionale Instabilität. Was da der Unterschied ist zur emotionalen Intensität, das habe ich genau in meinem Buch Hochsensibel ist mehr als zart beseitet, ausführlich in einem Kapitel beschrieben. Punkt 4, ich habe ständig Beziehungsprobleme, ist das hochsensibel? Da muss man natürlich wirklich aufpassen. Macht nicht einfach alle eure Probleme der Hochsensibilität verantwortlich. Und hier hat man es eben tatsächlich mit Bindungstraumatisierungen zu tun. Ja, also Bindungsabbrüche zu der eigenen Mutter oder eine gestörte Mutter-Kind-Beziehung kann da ein Thema sein. Die Trennung der Eltern. Oder allgemein eben ein toxisches Familienklima oder narzisstische Familienverhältnisse. Wenn du also ganz massive Beziehungsprobleme hast,
lass das einfach nochmal tiefer in dich einsinken und schaue, ob du vielleicht aus einem toxischen Elternhaus stammst. Dafür habe ich eben auch zum Beispiel ein kostenloses Webinar entwickelt, das heißt Narzissten glasklar erkennen, Selbstschutz aktivieren. Da kannst du dich kostenlos anmelden und dieses Webinar ist über den Test und auch über viele andere Stellen auf der Webseite verlinkt. Gibt es die Möglichkeit für Einzelberatungen? Seit 10 Jahren bin ich auf das Thema Hochsensibilität spezialisiert. Wir haben jetzt das Jahr 2023 und ich arbeite mit vielen Menschen aus Deutschland, Österreich und der Schweiz und aber auch aus anderen Ländern. Ja, ihr könnt auch auf Englisch mit mir sprechen und da biete ich eben Telefon- und Zoom-Coachings an und du kannst eben ja verschiedene Möglichkeiten buchen bei mir. Ich würde erstmal jetzt zum Erstberatungstermin raten, wenn du da unbedingt noch mal eine Frage stellen möchtest oder wenn du dich auch für meine weiterführenden Coaching-Angebote interessierst. Letzte Frage: Ist Hochsensibilität das Ergebnis von Trauma? Diese Frage ist selbst bei Experten sehr umstritten. Elaine Aron geht davon aus, dass Hochsensibilität eine Temperamentsveranlagung ist. Darüber werde ich auch noch mal ein eigenes Video machen. Deswegen ist Hochsensibilität keine Krankheit. Dennoch hat sich auch in meiner Coaching-Praxis und bei vielen anderen Anbietern gezeigt, dass viele Menschen doch über traumatische Kindheitserlebnisse sprechen. Zu sagen, ja, das eine ist jetzt diese klassische Hochsensibilität und das andere ist die traumabedingte Hochsensibilität, das lässt sich so in der Praxis kaum unterscheiden und da muss man einfach individuell schauen. Ja, wenn du weitere Fragen hast, melde dich eben an für die Erstberatung oder schau in meine Blogartikel rein. Und dann wünsche ich dir noch einen schönen Tag und wünsche dir alles Gute.